Hallo und willkommen zurück zum nächsten Part von die Siedler 3 Mission Römerkampagne Mission Nummer 5. Wie man gerade eben in dem letzten Part, glaube ich, noch gesehen hat, also ich werde es mal einfach drin gelassen haben, nehme ich an, dass das Raustemmen bei dem Spiel mittlerweile gar nicht mehr geht. Irgendwie ist er dagegen jetzt allergisch. Ich habe es gerade eben dreimal noch versucht, er ist jedes Mal abgeschmiert. Ich muss das Spiel jetzt immer beenden und neu starten, der schmiert wahrscheinlich immer ab. Ich habe dafür aber jetzt auch die Musik rausgenommen, die am Anfang immer kommt, weil die eh irgendwann aufhört und ich dann Hintergrundmusik einblende. Und diesen Anfang und Endeteil zu finden, ist irgendwie auch irgendwie doof. Ich bin da doch ein bisschen bequem, was sowas angeht. Und man hört diese Musik ja sowieso. Hat die, glaube ich, schon oft genug gehört und man wird sie, glaube ich, auch noch häufiger hören. So, das hier noch bauen. Gibt's auf der Insel hier oben eigentlich irgendwas, was man gebrauchen kann? Ich glaube nämlich einfach mal nicht. So, und hier warte ich noch, bis sie den Scheiß hier wegbringen. Damit ich nämlich hier in der Mitte eine blöde eine Mine setzen kann. Ob die blöd ist, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann entscheiden. Oh, 72er Quote auf einmal. Läuft. Endlich. Es gibt Kohle. Oh, nice. 100%, 90% Quote. Ja, ist schön. Guck mal hier rechts. Okay, jetzt checkt das hier mal ab. Hier könnte noch Kohle sein. Und wenn hier Kohle ist, dann benötige ich die. So, Handelsschiff bitte. Dann hätte ich gerne einen Trupp von 3 Dieben auf meinem Schiff, damit ich den Ägypter ein bisschen ausspähen kann. Den werde ich jetzt. Ich brauche wieder überhaupt gar keine. Brauche mir da überhaupt gar keine Illusion, dass ich den jetzt angreifen könnte schon. Das glaube ich nicht. Ich möchte aber vorher ein paar Lager haben, in denen Waffen oder unter anderem auch Waffen gesammelt werden. Damit ich eben mit einer höheren Stufe angreifen kann. Hier gibt's nämlich schon Wein und göttliche Aufwertung geht schon voran. Kurz gucken. Ja, na, 0% noch, aber das wird schon noch. Ich bräuchte halt schon mal einen großen Tempel noch. Auf der Insel ist halt wirklich überhaupt kein Platz mehr für sowas. Nö, das wird nichts mehr. Jetzt gerade nachdem ich hier die Lager noch hingesetzt habe. Also ich kann hier noch 3 mittlere Wohnhäuser bauen. 2 davon werde ich auch direkt bauen. Wie sieht denn das hier aus? Hier hinten könnte man noch gut ein Weingut bauen. Hier auch, hier baue ich auch eins hin. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ging beim letzten Mal aber irgendwie schöner, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich habe ja bei der letzten Mission auch schon eben auf eben dieser Insel hier gesiedelt. So, irgendwie will der mich jetzt verarschen, habe ich so das Gefühl. Okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann den Wein runterschicken oder ich baue hier oben auch einen Tempel. Ich habe mich für Möglichkeit 2 entschieden. So, bevor ich hier dann das große Wohnhaus, das baue ich hier oben noch hin, aber bevor ich das mache, gibt es erstmal den Tempel und das Gedöns. Ah, den großen Tempel wollte ich ja auch noch bauen, ne? Der geht hier aber original nirgendwo hin. Irgendwo muss ich den bauen. Ja, hier geht sowieso nichts. Die Insel ist nämlich voll für die Füße. Ja, komm, hör du mal auf zu arbeiten. Und lass die hier mal ordentlich was einreißen. Das kann man sich hier ja nicht angucken. Ist das denn zu fassen? Hier gibt es nur eine Stelle, an der ein Eisenerzmine irgendwie bringen würde. Spekulier da mal nach. Da ist keine Kohle. Scheiße.
Das könnte halt auch bedeuten, dass ich von hier oben Kohle runterschaffen muss. Das wäre allerdings auch gar nicht mal so ein großes Problem. Na gut, ich habe ja erstmal eine Eisenerzmine bauen können. Das heißt, vielleicht nehme ich auch Eisenerz dann runter. Das könnte ich auch machen. Egal, ist alles noch in einem ziemlich hohen theoretischen Stadium. Das werde ich jetzt nicht weiter ausweiten. Vielleicht mal ein zweites. Ja, dass hier direkt die ganzen Werkzeuge drin verschwinden, war ja von vornherein klar. Das bedeutet dann aber auch, dass ich ein zweites hier bauen kann. Oder kann ich da, wenn ich das hier wegreiße, ein großes Wohnhaus reinsetzen? Ja, nee, dann baue ich lieber das. Noch nicht, also ich lasse es nochmal pausiert, damit die hier die kleinen erstmal bauen. Ja, das war's dann mit Lagern. Ich weiß nicht, brauche ich hier irgendwas, was hier rumsteht? Eigentlich gar nicht. Ja, die paar Türme, aber die werden mir auch nicht viel bringen, wenn ich die abreiße. Das Handelsschiff ist fertig. Und es fängt direkt an mit dem Transport. Finde ich gut. Bekomme ich einiges von der Insel freigeschaltet, also von der Insel, von der Karte nochmal zu Gesicht. Gut, der weiß ja jetzt schon sofort, dass die Diebe hier drauf sind. Also nicht, weil der wie Soldaten, der das gesehen hätte, sondern because of ist die KI, die sieht eh alles. Also vom theoretischen Standpunkt her weiß er eh alles sofort. Ich habe gerade schon gedacht, der wäre jetzt schon vorbei, dann wäre ich direkt rübergefahren, direkt Überfall gestartet. Da kommen jetzt ein paar, also einer. Ich frage mich, wenn ich jetzt rauslaufen lasse, ob der sich dann umdreht und weggeht. Ja, was das angeht, sind die auch ziemlich lahm irgendwie. Da waren aber jetzt nur ein paar weniger. Also wenn ich jetzt hier ansetze, könnte ich auf jeden Fall zwei, drei Türme erobern. Komm, geh du mal hier hin. Ah, der hat mich genau in den Soldaten reingeschickt, den habe ich nicht gesehen. Der baut auf jeden Fall schon eine Goldschmelze. Es hieß aber Gold. Edelsteine zählen nicht so weit, wie ich das verstanden habe. Na, da ist doch einiges los. Hier sind nochmal ein paar Soldaten. Der hat mehr Soldaten wie ich. Ja, das sehe ich jetzt mal als erwiesen an, dass der mehr Soldaten hat wie ich. Ja, hier ist vor allen Dingen einiges los. Also gut, hier ziehen's. Ah, mal gucken, ob ich in so. Ich peile jetzt mal Minute 45 an. Der ich vielleicht mal den ersten Angriff starten werde. Ich habe doch eine. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe doch eine Werkzeugschmiede. Ich habe jetzt damit gerechnet, stark damit gerechnet, dass die von Anfang an schon eine hatten hier. So, oh, das ist schon alles aufgebaut und offen. Was mache ich denn hier mit Nahrung hier oben? Baue ich hier überhaupt Nahrung an? Um eine ganz andere Frage zu stellen. Ja, ich würde hier vorne gern das Zeug erstmal komplett roden. Naja, gut, komm, lass den hier weiterarbeiten. Forsthausfall, genau, damit der, dann hat er eben schon einen ganzen Wald hingezimmert, bevor ich eben Gedöns gehabt. Also der hat dann hier schon alles stehen, bevor ich hier anfangen, also bevor
Ach mein Gott. Der hat dann schon einen Wald gezüchtet, während die hier noch das abholzen, was sie machen sollen. Und dann habe ich keinen Delay da drin. Mein Gott, was ist denn hier wieder los? Das kann doch alles nicht wahr sein, Schwein. Ist doch scheiße hier. Komm. Nee, ich kann das nicht bauen, bevor das hier nicht alles ordentlich gerodet ist, kann ich damit nicht arbeiten. Das kriege ich nicht hin, das geht so nicht. So, ich brauche aber irgendwo diesen bescheuerten Tempel, da muss der halt hier hin. Der bringt nämlich nicht nur, dass er die Priester ausbildet, sondern er bringt auch noch zusätzlich Zeugs. Also die Aufwertung steigert sich dadurch. Frag mich nicht, wie das genau funktioniert. Ich habe es nämlich auch nicht verstanden. Aber mit 25 Tempeln kann ich wohl direkt einen na, was war die? Mit 25 Tempeln habe ich wohl direkt irgendwie Soldaten dritter Stufe, so habe ich das zumindest verstanden. So, die Soldaten haben auch schon 54% Kampfkraft. Ich brauche unbedingt sehr viel früher bauen sollen. Eine zweite Schmelze. Außerdem arbeitet er viel zu lahm. Wie sieht das mit der Eisenschmelze aus? Die ist auch voll ausgelastet, da brauche ich auch eine zweite. Ja, wie, hier kann ich eine Eisenschmelze bauen, aber keine. Warte, das will ich jetzt checken. Weg. Kann hier doch eine Dingschmelze bauen, aber die Eisenschmelze, die kann ich auch nicht dahin bauen. Ey, das ist doch scheiße. Was mache ich denn jetzt? Jetzt kriege ich die Quittung dafür, dass ich hier so viel Scheiße hingebaut habe. Ja, im Zweifelsfall muss ich eben, weißt du, was von dem Zeug auf eine andere Insel buxieren, ne? Dann werden das eben ein paar mehr Handelsschiffe, aber ich kann nur. Kann ich nur einen Handelsweg machen oder gehen da auch mehrere? Autsch. Dies gilt es noch herauszufinden. Ja, weißt du was? Ich mache jetzt was, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber ich reiß die Produktion hier links ab. Und muss zusätzlich noch warten, dass sie den Scheiß hier weggebracht haben. Um das zu beschleunigen, werde ich das Ding hier einfach freischalten. Das freut mich, interessiert mich jetzt auch, wenn ich Alt und auf die Fähre drücke und die wohin klicke. Macht die dann? Die fängt dann an zu patrouillieren. Witzig. Warte mal, wenn hier Waren liegen. Kann ich doch, warum nicht? Klar, das mache ich jetzt. Ich kann da einen Vorposten bauen. Von daher, dass da Waren liegen, kann ich, ja, da Soldaten, also da, wenn ich da jetzt Waren hinschippe, also beziehungsweise ein paar Werkzeuge, dann kann ich mit genug Leuten, die ich eindeutig hier unten auch habe, da anfangen zu siedeln. Mein Gott. Dafür muss ich allerdings jetzt noch mal ein paar mehr Werkzeuge machen.
So, warte. Hämmer, 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 Hämmer. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Ziel ist hier. Schaufeln auch nur 5. Ich glaube, es gibt nur ein Ziel, was es da gibt. Da kann es immer nur ein Ziel geben. Das bedeutet gleichzeitig, dass ich für... Die Schiffe sind so dumm. Dass ich für die... für andere Transfers eben eine andere Anlegestelle noch brauche. So, dann plane ich nochmal fix eine andere Anlegestelle. Wir haben nämlich die Zeit auch schon wieder erreicht. Was wollte ich da noch hinbauen? Da ist ein bisschen was weggekommen. Vielleicht kann ich ja jetzt die Eisenschmelze bauen. Nein, kann ich immer noch nicht. Diese bescheuerten Baumstümpfe da noch rumliegen, ey. Ja, die gehen jetzt auf den Keks. Kann ich vielleicht irgendwo ein Sägewerk nochmal hinbauen? Keine Ahnung, scheinbar nicht. Scheiße da. Und da, dass ich da das Ding hinbauen kann, setze ich das jetzt da hin. Vermutlich ist es dumm, das große Wohnhaus zu bauen, weil ich die Siedler ja auch von einer anderen Insel beziehen könnte, aber dadurch meine Produktion stark schwäche. Wenn ich da so drüber nachdenke, wird das wohl stimmen. Kann ich irgendwie Platz schaffen? Ich versuche das jetzt kurz auf die Folge hier zu machen. Versuche jetzt hier die Mühle hinzusetzen und dann eben die Mühle jetzt gleich abzureißen, ob ich dann hier vielleicht genug Platz hätte. Gold, Eisen, Kohle, ja, das wird nichts. Vermutlich war das dumm, aber ich kann im Zweifelsfall da ja noch was hinsetzen. Die hier wollte ich auch noch mal in die Arbeit schicken. Da kommt schon erst der Hämmer und Schaufeln. So, und ich wollte, dass die auch ihren Beitrag quasi dazu leisten. Mit einem Schiff voll Siedler. Die zweite schon. Okay, gut. Das Video geht eigentlich schon viel zu lange. Man sieht, hier laufen jetzt die ersten Vorbereitungen an, um. Die haben echt Gold hier hochgebracht, das war jetzt nicht so klug. Die ersten Vorbereitungen laufen an, um hier einen Vorposten zu errichten. Ich glaube, den werde ich auch stark verteidigen, also stark. Den werde ich stark besetzen. Den werde ich. Also die Soldaten werde ich da direkt rüber schiffen, und zwar ohne Ende, alle, die ich habe. Nachdem ich da angefangen habe, wirklich also eine Wirtschaft habe und da was aufgebaut habe. Damit meine ich, also erstmal hier zum Aufbau des Zeug. Und dann gibt es eine Burg. Ich werde hier eine fette Burg hinsetzen. So viele Leute, die ich halt kriegen kann. Also so viele Verteidigungsanlagen, die ich halt jeden bauen kann. Damit, falls der angreift, der ordentlich Verluste einfährt. Und ich damit dann stärker dastehe. Gut. Damit wäre es dann auch für die 20-minütige Folge gewesen. Lasst wie immer Tipps und Tricks und Feedback da. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Gehabet euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.